Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu dieser Wochenbotschaft vom 2.12.2023 bis zum 8.12.2023, also Freitag von Samstag bis Freitag immer. Und ja, hier auf meinem Kanal Claudias Cosmic Card News. Mein Name ist Claudia und ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Ich würde mich übrigens auch riesig freuen, wenn du dabei wärst bei der Phoenix Challenge. Und zwar habe ich seit dem 1.12., also ganz frisch, es ist also seit heute, wo ich das Video aufnehme, am 1.12., läuft die Phoenix Challenge. Das heißt, 21 Tage lang sind wir in einer Gruppe zusammen und sind auf dem Dankbarkeitstrip. Also wir bedanken uns für alles, was im Leben bereits ist und was noch werden darf und so weiter. Wie du vielleicht weißt, ist Dankbarkeit der Schlüssel schlechthin. Also wenn du das Gefühl hast, ja, das wäre toll, dann möchtest du auch gerne mitmachen. Es kann jeder jederzeit einsteigen. Dann komm in meinen Telegram-Kanal. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Und ich habe auch noch ein Video dazu gemacht vor ein paar Tagen. Den Link tue ich auch in die Videobeschreibung rein, falls dich das interessiert. Also ich denke mal, je mehr wir sind, desto besser ist das, desto größer wird das Feld voll Dankbarkeit und Wunscherfüllungen und schönes Leben etc. pp. Alles, was wir so richtig, richtig schön finden. Und ich glaube, das ist einfach eine super Unterstützung auch in dieser Zeit. Hohe Schwingungen können wir echt gut gebrauchen. Und ja, und je mehr wir sind, desto besser. Okay, also das mal dazu. Jetzt kommen wir zur Wochenbotschaft. Monatsbotschaft, die ist ja schon durch. Wochenbotschaft, alle Kartendecks, die ich hier verwende, die habe ich auch unten in der Videobeschreibung. Ist alles unbezahlte Werbung. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, was wir für die nächste Woche vom 2. bis zum 8.12. hier bekommen. Was ist die Grundenergie? Was ist die Energie für die nächste Woche? Was ist die Energie vom 2. bis zum 8.? Ich mache hier mal ein paar Karten hin. So, Energie vom 2. bis zum 8.12. So, und eine Karte darf noch. Nimm die. So, okay. Ach, ich habe das immer, ich weiß nicht, ich mache das nur schon so lange und ich habe es trotzdem immer noch nicht raus. Wie ich das hier, immer wieder muss ich umräumen. So, okay, aber dafür sieht es jetzt hübsch aus. Da-da. Na. Ah, hallo, wirst du wohl. Okay, an den unteren Kartenrand gucke ich gleich. Ich schaue jetzt erstmal so der Reihe nach, was denn diese Karten so von sich geben. Was haben wir denn hier als erstes? Wir haben hier den Ritter der Schwerter. Huiuiui. Ja, der Ritter der Schwerter, der kann sehr frostig sein. Der kann sehr rücksichtslos sein. Der kann sehr egoistisch sein. Aber er ist auch sehr klar. Er weiß genau, was er will. Und er geht ohne zu zögern auf sein Ziel los. Er weiß, wo er hin will, der Weg ist klar und ist ja logisch. Wir können ja alles im Positiven wie im Negativen leben. Das heißt, das Positive ist wirklich, der ist schnell, der stürmt los, der hat ein Ziel, der geht drauf los, der guckt nicht links, nicht rechts. Und ja, das Negative ist dann, dass er das, wie gesagt, ein bisschen rücksichtslos unter Umständen tut. Das ist die Energie auch von Kampfeslust. Streitgespräche, weil die Schwerter stehen eben für das Geistige, für die Gedanken, für den Verstand, das Luftelement. Und da sind wir hier bei Widder, nee, Quatsch, Entschuldigung, nicht Widder, sondern bei Zwillinge, Waage, Wassermann Energie. Da findet halt ganz viel über dem Kopf statt. Und ja, also der hat schon das Schwert gezückt und sagt: Achtung, ich komme. Also möglicherweise hast du jetzt sozusagen auch. Spontan fällt mir ein, wirklich den berühmten Tritt in den Allerwertesten bekommen und nutzt den Schwung, um nach vorne zu gehen. Ja, und so um da in Richtung deines Ziels, in Richtung dessen, was du wirklich möchtest. Vielleicht hast du jetzt festgestellt, nee, ich muss aus meinem alten Haus raus, welches Haus das auch immer ist, also Gewohnheiten und Verhaltensweisen, Glaubensmuster etc., also das alte Haus, das alte Leben, die alte Geschichte, die ich mir immer wieder über mich selbst erzählt habe. Und nun geht's mit Rabauz nach vorne. Also das ist eine sehr nach vorne gerichtete Energie. Spannend finde ich, dass das Pferd natürlich in diese Richtung geht, hier nach links. Und da habe ich die Assoziation, das ist etwas, wo du wirklich was Vergangenes loslässt. Also das ist, hier ist die Vergangenheit nach links, rechts ist sozusagen die Zukunft. Und wenn wir hier also er hat sozusagen der Vergangenheit den Kampf angesagt. Aber natürlich sehr viel mit Liebe, sehr viel mit Dankbarkeit und so weiter, aber einfach im Prinzip die Entschlussfähigkeit
Freude und die Entschlussfähigkeit und die Durchsetzungskraft, auch jetzt diese Dinge endlich loszulassen, gehen zu lassen, sich davon zu verabschieden und neue Wege zu gehen für sich einfach. Aber pass bitte trotzdem auf, hier so als kleinen Hinweis, dass du nicht, dass du nicht zu sehr die Ellbogen ausfährst. Also bei dem einen oder anderen ist es vielleicht sogar richtig zu sagen, hey, ich hier Stacheldrahtzaun, lass mich in Ruhe. Ich gehe jetzt endlich meinen Weg, hör auf, mich zu bequatschen und so weiter. Und für den anderen ist es wirklich so, dass der plötzlich, dass da vielleicht nochmal das Ego aufbäumt und sagt, so, jetzt komme ich hier und nach mir die Sinnflut, das kann es natürlich nicht sein. Ich glaube, du weißt aber, wie ich das meine. So, was haben wir hier noch für die nächste Woche? Den König der Münzen, ei, der Daus. Ja, der König der Münzen, der spricht von Angekommensein, der spricht von, ich bin auf meinem Thron angekommen, ich schaue zurück auf mein Leben und bin in der Fülle, bin im Wohlstand, ein reichhaltiges Leben, ich genieße meinen Ruhestand unter Umständen, je nachdem, ne, was bei dir jetzt persönlich ist. Auf jeden Fall ist der König der Münzen ein materieller König, also da geht es tatsächlich auch um den äußeren Wohlstand. Das kann also durchaus möglich sein, dass du, ja, jetzt genug Geld hast, um dich zur Ruhe zu setzen, dass du, auch wenn du nicht genug Geld hast, aber dass du trotzdem sagst, meinetwegen, das wäre, ja, vielleicht auch sowas wie Frührente oder überhaupt Rente oder ich steige einfach aus meinem alten Leben und und nehme jetzt endlich den Platz ein, den ich wirklich einnehmen möchte, der für mich gedacht ist. Das kann sein, dass du in ein Tiny House ziehst zum Beispiel, weil Wohlstand und Fülle und Erfüllung empfindet ja jeder für sich anders und definiert es auch für sich anders. Also der König hat etwas von Wert geschaffen. Münzen stehen auch für Werte. Und das hat er für sich geschaffen. Und jetzt sitzt er auf seinem Thron. Königs sind immer vorne, wo Königs ist, ist oben, wo Königs ist, ist Verantwortung. Da ist also der hat die Verantwortung übernommen für die Dinge in seinem Leben und er erntet natürlich auch die Früchte, die er gesät hat und kann sich jetzt ganz bequem zurücklehnen. Also das heißt, wenn du dein altes Leben hier mit dem Ritter der Schwerter wirklich sozusagen hinter dir lässt, also wenn du dem Alten in Anführungsstrichen den Kampf ansagst, dann kann das wirklich bedeuten, dass du dich aus alten Fesseln löst, dass du dich aus alten Mustern löst, um deinen wahren Platz einzunehmen. Also vielleicht ist da eine ganz, ganz knallharte Entscheidung auch mit dabei. Dann haben wir die Hohepriesterin, was ich großartig finde. Ich liebe diese Karte. Also die Hohepriesterin ist natürlich die Karte der Intuition. Eine sehr machtvolle Karte. Das ist die aus der großen Arkana. Das ist eine sehr, sehr machtvolle Karte. Das heißt, deine Intuition sollte ja grundsätzlich dein Wegweiser sein. Also sprich, dein Herz sollte dein Wegweiser sein, weil die Seele äußert sich über die Intuition, äußert sich über das Herz. Und dann ist es auch wirklich manchmal egal, ganz egal, was im Außen ist, wenn du die Richtung innerlich aus dem Herzen heraus die Impulse bekommst und wenn einfach für dich eine gewisse Klarheit da ist, dass jetzt das und das zu tun ist, dann spielt es überhaupt keine Rolle, was andere dazu sagen, dann spielt es überhaupt keine Rolle, ob das ein sehr ungewöhnlicher Weg ist oder ob die Leute alle sich an die Stirn tippen und sagen, jetzt hat er oder sie aber echt einen Knall. Das spielt keine Rolle. Deine Intuition ist dein Wegweiser. Und was super, super schön ist, das kannst du ja auch in der Numerologie sehr schön sehen. Auch die 2 hier, die römische 2, ne, da siehst du die 2 oben. Die 2 spricht nämlich numerologisch von der Intuition. Und die Intuition ist das Positive sozusagen, das Negative ist, wenn du eine Intuition, einen Impuls hast, danach setzt der Verstand ein. Und dann steht die 2 auch fürs Denken, Überdenken und Zerdenken. Und das kennen garantiert ganz viele von euch, dass sie sagen so, nee, ich weiß nicht, das kann ich doch gar nicht machen. Oder nee, also wenn ich das mache, dann habe ich doch die und die Nachteile. Und dann kann doch das und das passieren. Also das ist natürlich nur der Denker. Und der erste Impuls ist aber, wenn der aus dem Herzen kommt
Und wenn du das ein bisschen trainierst, wenn du da nicht so firm bist, es gibt ja Menschen, denen fällt das sehr leicht und dann fällt es manchen Menschen sehr schwer. Aber auf jeden Fall hat jeder Intuition. Jeder. Definitiv. Und ja, wenn du das Gefühl hast, das ist nicht ausgeprägt genug bei dir, dann trainiere das. Dann mach die Birne da oben mal ein bisschen leiser und achte drauf, was in dir passiert, was du fühlst. Und wenn du dir mal ein paar Sachen vorstellst, wenn ich mir Situation A vorstelle, wie fühlt sich das an? Wenn ich mir vorstelle, ich habe so Lust da und dazu. Das hat ja auch einen Grund, warum du da Lust zu hast. Das jetzt zu tun. Ich möchte jetzt meinen Job wechseln. Ich möchte jetzt den Wohnort wechseln. Und dann taucht der Verstand natürlich auf mit diversen Schwierigkeiten, die da natürlich mit einhergehen, nach seiner Meinung. Und es ist deine Entscheidung, was du damit machst. Ob du sagst, nee, ich glaube dir jetzt nicht, ich folge einfach dem Weg meines Herzens. Also übe das, wenn du sagst, nee, mit Intuition kann ich eigentlich gerade gar nicht so viel anfangen. Der Verstand ist begrenzt, das Herz nicht. Die Frage ist, was wählst du? Okay, was haben wir noch? Wir haben die zwei Stäbe. Die zwei Stäbe, das ist spannend, weil das gerade ganz gut passt zu dem, was ich gesagt habe. Die zwei Stäbe heißt, ich entscheide mich jetzt nicht. Ich ziehe mich auf eine Position der Halbherzigkeit so ein bisschen zurück, und gucke mir das Ganze ein bisschen mit Abstand an. Das ist sicherlich nicht verkehrt, weil es geht nicht darum, hier irgendetwas zu überstürzen. Also der Ritter der Schwerter, der ist sich ganz sicher, dass hier etwas ganz, ganz stark in die Veränderung geht. Hier muss ich nach vorne, hier will ich nach vorne, weil ich möchte meinen Platz einnehmen. Wenn du auf die Intuition hörst, dann kann das sein, dass du auch ein bisschen verunsichert bist. Das kann sein, dass du sagst, das habe ich aber so bisher gar nicht gemacht. Und ja, und dann passiert es das natürlich, dass wir unsicher werden, dass wir nicht wissen, ist das wirklich der richtige Weg? Dann bestell dir Zeichen. Oder spür noch mal rein, aber achte bitte drauf, was sagt dein Verstand und was sagt dein Herz? Da ist ein Riesenunterschied. Und das Herz drängt sich niemals auf. Ich sage ja immer bei den Assen, das sind Potenziale, die in uns liegen, die entdeckt und entfaltet werden möchten, die sich nicht aufdrängen. Das heißt, der Weg geht nach innen. Hohe Priesterin, ich finde es ja auch so schön, dass sie hier so richtig schön zentral liegt. Also es dreht sich alles um die innere Stimme nächste Woche. Ich meine, es dreht sich so grundsätzlich immer um die innere Stimme, davon mal ganz abgesehen. Aber hier geht es wirklich, glaube ich, auch um, weil der König der Münzen, Könige sind ja auch Entscheidungsträger. Und hier mit dem Ritter der Schwerter haben wir auch noch mal einen Hinweis auf Entscheidungen. Also hier werden Dinge unterschieden, entschieden, wie auch immer geschieden. Auf jeden Fall ist hier ist der Ritter der Schwerter auch vielleicht ein bisschen ungeduldig. Vielleicht merkst du schon, dass du Hummeln im Hintern hast, dass du irgendwie sagst, ja, hier muss auch ganz dringend jetzt was passieren und ich bin offen und bereit dazu, diesen Weg jetzt endlich zu gehen. Und ja, höre auf deine innere Stimme, die sagt dir, wo es hingeht und vielleicht auch tatsächlich, wenn es sehr ungewohnt ist, erstmal ein bisschen einen Schritt zur Seite treten, überprüf das Ganze nochmal und vielleicht erkennst du auch, vielleicht gibt es ja momentan auch nicht direkt sofort etwas zu entscheiden. Also nicht, dass die Entscheidung nicht kommen wollen würde, doch definitiv, irgendwann müssen wir immer wählen, das ist klar. Aber wenn ich mir hier diese beiden jetzt anschaue, ich habe das Gefühl, die hängen irgendwie zusammen. Also das heißt, solange du unsicher bist, beobachte lieber, geh in den Beobachtermodus und prüfe mit diesem inneren Abstand. Also als wenn du dein bester Freund, deine beste Freundin wärst, was würdest du dir dann sagen? Weil du weißt ja Bescheid über all diese ganzen Umstände und so weiter. Also hier scheint eine gewisse Ungeduld zu sein und vielleicht auch eben schon eine gewisse Klarheit. Und du willst auch unbedingt, aber vielleicht geht es auch hier darum, dass man das Ganze wirklich erstmal so ein bisschen vielleicht auch Dampf rausnehmen muss, weil dieser Ritter der Schwerter, der ist durchaus auch ein bisschen aggressiv. Und ja, eine gewisse Ungeduld, Aggressivität, ein riesen innerer Drang, der ihn dann auch nach außen kommen lässt sozusagen. Und ja, und da ist manchmal ein bisschen Eile mit Weile geboten. Also vielleicht erstmal ein bisschen abwägen und nochmal genau überprüfen, ist das wirklich das Richtige oder handle ich gerade ein bisschen überstürzt und ja, und ärgere mich hinterher, weil das alles nicht so toll gelaufen ist, weil ich ein bisschen zu vorschnell war. So, was haben wir als letzte Karte? Hier haben wir die Königin der Kelche. Na, das finde ich doch schön. Und die Königin der Kelche, die guckt hier aus meiner Perspektive. Warte mal, ich zeige dir das mal.
Ich finde, sie sieht sehr wohlwollend aus. Ja? Und sie schaut sehr wohlwollend auf die zwei Stäbe und auf ihren Pokal dann natürlich, was auch immer das da sein mag. Auf jeden Fall ist es so, dass die Königin der Kelche von, ist natürlich ein weibliches Element, ist auch wieder Königsenergie. Ich finde auch schön, dass wir hier männlich-weiblich zusammen haben. Die Königin der Kelche, das ist eine sehr intuitive Frau oder eine intuitive Qualität, besser gesagt. Das ist eine Heilerin, das ist eine sehr spirituelle Königin. Und hier für mich jetzt auch nochmal der Hinweis, in den Beobachtermodus zu gehen, in sich zu prüfen, was ist zum höchsten und besten aller, dir natürlich eingeschlossen, und ja, in welche Richtung entscheide ich mich jetzt? Aber die Königin der Kelche, das ist natürlich eine Gefühlskarte. Das ist wirklich das Innenleben, das Seelenleben. Das ist Entscheidung treffen auf der Basis der Seele, weil du auf die Seele hörst. Und wir haben hier zwei sehr, sehr starke Karten, nämlich die Hohepriesterin und die Königin der Kelche, die beide extrem intuitiv sind. Und der König der Münzen ist natürlich ein extrovertiertes, männliches Element. Aber das ist ja immer so, wenn wir hier schön zentral die Hohepriesterin haben, wenn wir aus unserer inneren Mitte heraus agieren, auf Impulse reagieren, die aus dem Inneren kommen und dann, wenn der Impuls da ist, losmarschieren, dann kommen wir natürlich zu unserem wohlverdienten, in Anführungsstrichen, Ruhestand oder an den Platz, wo wir halt hingehören, der uns erfüllt, wo wir alles haben, was wir brauchen zum Glücklichsein. Also darum geht es letztendlich auch, um diesen Platz. Aber nichts überstürzen. Also möglicherweise hast du das Gefühl, du musst da jetzt sofort was losschießen, aber tu es bitte nicht. Horche auf dein Innenleben und hier, sei die Königin der Kelche, auch wenn du ein Mann bist, sei die Königin der Kelche. Entscheide aus deiner inneren Mitte heraus, aus der Spiritualität und nicht aus dem Verstand heraus. Da hast du immer den richtigen Weg. Das Herz sagt dir nie einen falschen Weg, der Verstand schon. So, jetzt haben wir noch die unteren Kartenrand. Da haben wir die neun Kelche. Guck mal, auch wieder schön. Als unterliegende Energie, das ist so die für mich immer so diese Energie, die den ganzen, dieses ganze Ding so einhüllt. Da siehst du neun Kelche. Also 10 Kelche haben wir ja in diesen Decks im Tarot. Und 9 Kelche ist schon eine Menge. Und er hat hier diese 9 Kelche im Hintergrund. Das heißt, die stehen hinter ihm. Die Fülle ist bereits da. Die stärkt ihm den Rücken. Die innere Fülle. Und die hast du auch. Und dann sagt er, nö, hier kommt auch nichts durch. Ne? Ich sitze hier schön. Es ist alles gut so, wie es ist. Und ich genieße meine innere Fülle. Und erkenne an, dass sie bereits da ist. Ich muss sie nicht suchen, ich muss nicht irgendwo hinlaufen. Nein, sie ist bereits da. Ja, und um sie wirklich zu leben, musst du vielleicht hier, Ritter der Schwerter, auch mal den Weg frei machen. Das kann sein. Durch Entscheidungen, durch klärende Gespräche. Aber bitte nichts überstürzen. Das ist immer ganz wichtig. Das ist nie zuträglich. So, da möchte ich jetzt ganz gerne. Upsala. So. Mit diesem Deck nochmal gerne abchecken, um was ist denn hier nächste Woche etwas, was wir nochmal besonders beachten dürfen, weil wir es vielleicht gar nicht bemerken. Also vom 2. bis zum 8.12. Was ist im Verborgenen, wirkt aber dennoch? Was ist im Verborgenen, wirkt aber dennoch? Welchen Hinweis bekommen wir hier? Den Fool. Ja, okay, super. Also, es geht natürlich auch um Ballast abzuwerfen, um mit leichtem Gepäck weiterzureisen oder auch neu zu starten. Das ist sehr, sehr schön. Der Narr ist ja ein bisschen unbedarft, er ist auch ein bisschen risikofreudig und ja, er geht einen neuen Weg und es ist immer so schön, dass er hier vorm Abgrund steht und macht den Hans Kuck in die Luft und hat ein Blümchen in der Hand, ein Hündchen dabei und so weiter. Also das ist alles so eine Friede, Freude, Eierkuchen-Stimmung und ja, also wir können ja auch Risiken eingehen. Manchmal müssen wir das sogar auch und je nach Typ ist es auch so, dass
dass es auch Typen gibt, also nur mal so als kleinen Abstecher in die Numerologie. Also wenn du dein Geburtsdatum komplett zusammenrechnest und du kommst auf eine 5, dann bist du definitiv jemand, der auch sehr risikofreudig ist. Du brauchst Abwechslung, du brauchst verschiedene Angebote, du kannst also von der ganzen Welt aus arbeiten, du hast vielleicht keine festen Arbeitszeiten. Auf jeden Fall darf die Arbeit bei dir nicht eintönig sein. Zum Beispiel, du brauchst ein bisschen Abwechslung im Leben. Du bist vielleicht auch jemand, der Fallschirm springt und Bungee-Jumping macht und so weiter. Also hier haben wir so ein bisschen auch diese Leichtigkeit, diese Risikofreude. Beim Narren auf jeden Fall geht hier etwas neu los. Alter Ballast dürfte sich auch noch verlustieren, in Verlust gehen. Und das ist doch schon mal schön. So, was haben wir noch hier? Was ist nächste Woche noch zu beachten? Also, vielleicht ist es dir noch tatsächlich gar nicht so bewusst, dass du neu anfängst, dass die Reise auf einem nächsthöheren Level weitergeht. Okay. Ja, wir haben manchmal ein bisschen Probleme oder Themen damit, dass wir uns von Sachen lösen. Upsala, weil wir sie schon so lange machen, weil wir sie so gewohnt sind, was auch immer. So, was haben wir noch? Die Liebenden. Ach, herrlich. Also, entweder geht's hier, guck mal, die Farben gleich, ne? Boah, Strahl. Die Liebenden, es ist immer eine Karte der Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, es ist eine bedingungslose, also das bedingungslose Ja zu dir selbst letzten Endes. Also im klassischen Sinn ging es natürlich darum, dass sich der Mann entscheiden musste, also wirklich ganz alte Bedeutung, dass der Mann sich entscheiden musste zwischen seiner Mama und seiner Frau. Ja, so. Und dann ging es um die Herzensentscheidung. Jetzt erweitern wir das natürlich so im Spirituellen und es geht um die Entscheidung, bedingungslos aus deinem Herzen Ja zu dir zu sagen. Und da sind wir wieder bei der Hohen Priesterin. Also hier will etwas wirklich. Ich kriege jetzt gerade die Worte nicht so richtig. Also es geht um Intuition. Es geht um eine neue Wahl. Es geht aber um die Wahl, die sich für dich stimmig anfühlt. Also es geht wirklich nur um dich. Dich, 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 dich. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun. Das hat schlicht und ergreifend was damit zu tun, dass es um Selbstliebe und um Selbstfürsorge geht. Und wenn du immer bisher zum Beispiel für andere da warst, wenn du immer Dinge getan hast, weil man sie von dir erwartet und all solche Sachen. Und wenn du jetzt endlich mal sagst, stopp, nee, Moment mal, also ich bin doch hier nicht der Hans Wurst für alle. Also ich tue jetzt was für mich, ich sage jetzt Ja zu mir. Stell dich vor den Spiegel und sage Ja zu dir. Und sage Ja, ich bin ein wundervolles Schöpferwesen und ich habe ein Anrecht drauf. Ich habe ein verdammtes Anrecht drauf. Nein, verdammt natürlich nicht. Aber ich habe das Geburtsrecht, glücklich zu sein. Und das kann ich nur dann, wenn ich auch meinen eigenen Weg gehe. Und den finde ich raus, indem ich entweder einen Termin für die Numerologie buche, nein, Scherz, aber da auch, den finde ich heraus, indem ich nach innen gehe, auf meine innere Stimme höre. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. So, was haben wir am unteren Kartenrand? Ja, siehst du, hier geht es nämlich um Authentizität. Auch schön hier wieder diesen super gelben Hintergrund. Also es geht darum, wirklich kraftvoll zu sein. Es geht darum, die innere Kraft, die Energie im Innen zu finden. Das ist so die Sonnenkraft, die natürlich da ist, die einen auch nährt. Also wir haben mit ganz viel Kraft zu tun. Und wir haben mit den 7 Schwertern den Kollegen hier, der in das feindliche Lager geschlichen ist und die Schwerter geklaut hat und jetzt hofft, dass er damit ungesehen davonkommt. Und hier geht es tatsächlich dann darum, ehrlich zu sein. Also nicht, wie komme ich aus der Nummer jetzt irgendwie rausgewurstelt, wie komme ich drum herum, sondern es geht wirklich darum, zu sich zu stehen. Auch die eigenen Lügen die Geschichten, die man so über sich erzählt, das sind oftmals Lügen, das stimmt überhaupt nicht. Du bist nicht zu klein, du bist nicht zu doof. Du kannst sehr wohl, wenn du dich dafür entscheidest und wenn du merkst, das ist meins, das kannst du, weil ich kann nicht, ich darf nicht, man macht das nicht. Das sind alles wirklich Glaubenskonstrukte, die wir ablegen dürfen. Wir dürfen
Entschuldigung, wir dürfen wirklich authentisch werden. Wir dürfen zu uns stehen und eben auch die Geschichten, die wir uns über uns selbst erzählt haben, entlarven als nicht wahr. Und das tust du immer dann, wenn du dich entscheidest, trotz Angst zum Beispiel deinem Wunsch zu folgen. Und beweist Mut. 6 ist nämlich auch eine Zahl des Muts, der Kraft. Das ist die Zahl mit der meisten Kraft. Das ist eine physische Zahl. Okay, habe ich hier irgendwie Platz dafür? Nicht wirklich, ne? Dum-di-dum-di-dum. Ja, ich lege das mal hier. Doch, so können wir das noch sehen. Ich mache das nochmal ein bisschen hier weiter rüber. So, alles klar. Also, weil Authentizität ist einfach super wichtig. Jetzt möchte ich noch gerne mal hier wissen, was für ein Thema unter Umständen jetzt hier mit den Lenormand-Karten. Was kommt hier noch für ein Thema für die nächste Woche? Ein Hinweis für den einen oder anderen. Was haben wir vom 2. bis zum 8.12. hier noch für eine Botschaft? Den Ring. Okay, also es kann tatsächlich für den einen oder anderen darum gehen, sich für die Liebe auch zusammen mit einem Partner zu entscheiden. Also möglicherweise sitzt hier gerade jemand, guckt zu und hat einen Heiratsantrag bekommen. Tada! Ansonsten geht der Ring im Lenormand grundsätzlich um Verbindungen und Verträge aller Art. Also es kann auch sein, dass es ein Mietvertrag ist, ein Job, ein Arbeitsvertrag. Es kann sein, dass du einen Hauskauf getätigt hast. Also du bist irgendeine Verbindung eingegangen oder du wirst eine Verbindung eingehen. Wenn ich mir das hier so alles anschaue, dann hat das was mit dem Narren zu tun. Es geht irgendwie um eine neue Entscheidung. Es geht um eine Entscheidung wirklich aus dem Herzen heraus und du gehst in irgendeiner Form eine Verbindung ein. Wie gesagt, das kann etwas sein, was materielles ist. Aber es kann auch sein, dass du eine ganz neue Verbindung mit dir selbst eingehst. Dass du selber für dich auf deinen König der Münzen Thron setzt, Königin der Kelche, ne, schön männlich, weiblich, schön austariert. Dass du dich auf deinen Thron setzt und aus deiner Mitte heraus, weil du dich für dich selbst bedingungslos entscheidest, Ja zu sagen, Ja zu dir, bedeutet natürlich auch mal Nein zu den anderen. Und indem du auf deine Intuition hörst, bekommst du auch deine Richtung gezeigt. Wichtig ist, dass wir hier mal einen gewissen Beobachterposten einnehmen, dass wir nichts überstürzen und dass wir aber auch bereit sind zu empfangen. All die guten Dinge des Lebens bitte empfangen. Stell dich auf Empfangmodus. Weil das ist natürlich auch noch ganz wichtig, weil wenn wir nicht die Arme ausbreiten, sondern weiterhin mit dem Rücken zur geschlossenen Tür stehen, dann können die Geschenke des Universums auch nicht eintrudeln, ne? Also geh beiseite, mach die Tür auf, streck die Arme aus und sag, yay, all das Gute, all die Geschenke, die das Universum, das Leben für mich bereithält, nehme ich jetzt in Empfang. Lujasogi und danke. Genau. So, jetzt möchte ich gerne nochmal, damit die Intuition auch nochmal eine Unterstützung bekommt hier mit diesem Kartendeck, dir da vielleicht auch noch eine stärkende Maßnahme geben kann. Upsala. Also, was haben wir hier? Schalte vom Abgelenktsein in eine wache Präsenz um. So, kannst du sehen, ja. Wechsle vom Schlafmodus in den Wachmodus und mach dir die momentane Situation bewusst. Ob unangenehm oder angenehm, verliere dich nicht in Emotionen, damit du deinem inneren Empfinden folgen kannst. Etwas spricht zu dir, kannst du es hören? Und dafür, damit wir diese Stimme nämlich hören, wie gesagt, ich wiederhole mich da gerne, tritt beiseite. Geh in den Beobachtermodus, beobachte, was in dir passiert und was es da denkt und so weiter. Aber tritt einen Schritt beiseite, geh raus aus der Identifikation, dass du glaubst, du bist deine Gedanken. Und dann schau mal, wie sich die Situation dann darstellt. Und hier steht ja, mach dir die momentane Situation bewusst, ob unangenehm oder angenehm. Da haben wir nämlich hier den Hinweis auf die
Authentizität. Darunter liegt übrigens der Wagen, was ich auch sehr schön finde. Da haben wir auch den Neustart und zwar voller Zuversicht. Gut gerüstet können wir jetzt in die Zukunft starten. So, und wenn du denn noch den Ritter der Schwerter so ein bisschen an die Zügel nimmst und den nicht einfach so lospreschen lässt, dann ist das eine gute Geschichte. Aber vorher müssen wir ne, hier diesen, das ist das, was hier gemeint ist, der vom Schlafmodus in den Wachmodus gehen, nämlich genau in dir die Authentizität finden und auch leben. Und wenn du sie lebst, dann bist du im Wachmodus. So, ich lege das jetzt mal hier hin, weil es kommt nämlich noch was. Und zwar möchte ich jetzt hier eine Tierbegleitung. Was haben wir hier in dieser Woche jetzt für ein Tier, was uns begleitet? Welches Tier begleitet uns vom 2. bis zum 8.12.? Nee, das war's noch nicht. Hier haben wir. Ach, den. Ist ja Wahnsinn, den hatte ich neulich schon. Den Truthahn-Spirit. Okay, da werde ich natürlich vorlesen, was es mit diesem Truthahn auf sich hat. Moment, ich muss ja wieder im deutschen Buch schauen. Wo ist er denn? Okay, 227. Die 227, da haben wir zweimal den Hinweis auf die Intuition übrigens mit den Doppel-2 und die 7. Ist auch tatsächlich das tiefe Wissen. Das ist auch das nächsthöhere Level. Ja, okay. Gib mit Großmut und Dankbarkeit. Give with gratitude and grace, steht da. Die Botschaft des Orakels. Der Geist des Truthahns will dir sagen, dass du stets die Möglichkeit hast, dir eine ergiebige Wirklichkeit zu schaffen, denn der Truthahn symbolisiert Großzügigkeit und Überfluss, indem er anderen gibt. Gib freimütig, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, und du wirst empfangen, denn jetzt manifestiert sich für dich die Fülle. Verbinde dich mit ihr, indem du dein Glück mit anderen teilst. Sei es, dass du Geld gibst, anderen mit Rat und Tat zur Seite stehst, ihnen ein offenes Ohr schenkst oder in irgendeiner anderen Form dein Wohlwollen bekundest. Überlasse dich dem Fluss der Fülle und sei ein Kanal für den Wunsch des Allgeistes, alle Wesen an den Segnungen des Überflusses teilhaben zu sehen. Gib mit Großmut und Dankbarkeit und schöpfe dabei aus der Quelle der Liebe und des Mitgefühls. Im Wissen darum, dass der Allgeist darauf reagieren wird, indem er dir alles gibt, wessen du in diesem Augenblick und allen künftigen Augenblicken bedarfst. Schutzbotschaft. Gibst du, um etwas zu bekommen, und führst im Kopf Buch darüber, was dir dafür zusteht? Das ist nicht der Weg, um Fülle zu erfahren. Wenn der Geist des Truthahns in umgekehrter Position erscheint, was er natürlich hier nicht ist, weil ich mit umgekehrten Karten nicht arbeite, ist aber trotzdem eine wichtige Botschaft. Fordert er dich auf, also wenn er in umgekehrter Position, fordert er dich auf, dich von deinem Mangelgefühl und der Angst zu lösen, dass für dich selbst nicht genug bleibt, wenn du zu viel gibst. Verbinde dich über deine spirituelle Praxis erneut mit dem Allgeist und erinnere dich daran, wie es sich anfühlt, die Fülle zu verkörpern. Hier, König der Münzen, ne? Denn dann wirst du immer jetzt genauso viel geben, wie nötig ist. Was immer du brauchst, um deine Reserven aufzufüllen, kommt jetzt zu dir. Liebe, Wohlergehen, Wissen und Hilfe von Verbündeten, die überall um dich sind und wollen, dass du die Fülle bist, nach der du suchst. Der Geist des Truthahns stellt sich ein, um dir zu sagen, dass alles seinen Ausgleich findet, wenn du mit dem Gesetz der Fülle im Einklang bist, wie der Allgeist es für dich wünscht. Die Fülle ist dein. Und ich finde, das ist doch eine ganz, ganz wundervolle Abschlussbotschaft, die wir hier haben für die kommende Woche, weil wir haben hier auch definitiv den mehrfachen Hinweis auf die Fülle, einmal durch den König der Münzen, dann haben wir die 9 Kelche und natürlich auch der Hinweis auf die innere Fülle durch die Seele, die übers Herz mit uns spricht, über die Impulse mit uns spricht. Und auch die Königin ist natürlich keine arme Frau, also
der Regen, also wir haben hier ne, ganz, ganz viel hier, was für eine Kraft bei den Liebenden steckt. Es ist wirklich ganz, ganz großartig. Wir haben nämlich auch hier mit dem Narren und mit den Liebenden nochmal hier zweimal große Arkana. Ne? Also das ist auch nochmal, das war ja die Frage, was ist vielleicht unbewusst und wirkt dennoch. Also es wird dich immer mehr in den Neuanfang drängen, regelrecht von innen. Und ich vermute mal, du kannst dich da nicht wirklich gegen wehren. Und so solltest das natürlich auch gar nicht. Wichtig ist, dass du die Entscheidung aus dem Herzen triffst, die Entscheidung aus Liebe zu dir, bedingungslos Ja sagst und ja, und dann sage ich mal, geht's los. Dann kannst du, dann bist du auf jeden Fall immer auf dem richtigen Weg, der letztlich dann, ja, wie soll ich sagen, wo du dann im Fluss bist, wo keine Steine im Fluss sind, keine Staumauern, dann fließt alles und ja. That's it. Das soll so sein. Ja, ihr Lieben, ich danke fürs Zuschauen. Gerne, wie gesagt, in meinen Telegram-Kanal kommen, bei der Dankbarkeits-Challenge mitmachen. Ich würde mich riesig freuen, dich dort zu treffen. Und ja, also, und ansonsten wünsche ich dir erstmal eine traumhaft schöne Woche und einen schönen ersten Advent. Alles Liebe, deine Claudia.